Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute soll es sich um das Thema Basilikum länger ernten bzw. richtig pflegen drehen und dabei um diese Supermarkt-Basilikumpflanzen, die man so kennt und bei denen viele Schwierigkeiten haben, die auf der Fensterbank oder in der Küche etwas länger über die Runden zu bringen. Ich hatte da eine Story auf Instagram zugemacht und da kam dann eine ziemlich große Welle von Nachfrage: Wie hast du das gemacht? Kannst du uns das mal zeigen? Und deswegen habe ich gedacht, jo, kann ich, mache ich. Und ich würde sagen, starten wir direkt. So kriegt man den im Laden. Und das allererste, was man machen muss, ist natürlich, diese dämliche Plastikverpackung drumherum zu entfernen. Da kann sich jetzt einfach nur Feuchtigkeit drin sammeln. Und wie ihr hier seht, es ist schon super dicht. Also wenn da jetzt noch zusätzlich Feuchtigkeit drin ist, die nicht entweichen kann, das ist auf jeden Fall kontraproduktiv. Das packe ich weg. So, und wie ist jetzt mein Vorgehen? Ich habe das Ganze schon mal ausprobiert, hier mit diesen Pflänzchen, und es hat ganz gut funktioniert. Deswegen zeige ich euch das jetzt genau, wie ich das gemacht habe. Es geht eigentlich nur um das richtige Ernten und darum, dass man das so, wenn man es so auf die Fensterbank stellt, dass man da einfach nicht lange was von hat. Viel zu dicht, viel zu viele Pflanzen, viel zu wenig Luft, die zirkulieren kann, und vor allem zu wenig Nährstoffe in der Erde. Bevor ich die jetzt aber auseinanderzubbel, habe ich so gemacht, dass ich erstmal einen großen Teil beernte. Klar, wenn man jetzt nur blättchenweise ernten möchte, ist es natürlich doof, jetzt einmal alles auf einen Schlag abzumachen. Bei mir passt es jetzt aber, denn ich möchte eine Pesto machen. Wenn ihr sagt, ihr wollt jetzt nicht eine Riesenwelle ernten, dann würde ich sagen, lasst ihr pro Pflanze noch so zwei Blätter stehen, vielleicht die unteren. Aber auch da kann man dann noch ein bisschen was beachten, was ich euch gleich näher zeige. Ich möchte jetzt aber alles ernten und dann halt aber die Pflanze nicht wegschmeißen, sondern noch was davon haben. Und deswegen gilt es beim Ernten, das zu beachten, dass ich diese Blattachseln, wenn ich das hier mal an einer Pflanze zeige, eben nicht verletze. Und das mache ich, indem ich nur die Blätter abknipse und aber ein Stück von dem Blattstiel an der Pflanze dran lasse. So verletze ich auf keinen Fall diese kleinen Blattachseln, wo dann wieder die neuen Blätter draus austreiben. Das kann man jetzt entweder so abknipsen oder auch hier mit einer Schere. Dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite, dass man nicht doch zufällig diese Blattachsel beschädigt. Darum geht es schlussendlich. Also nehmt ruhig gut Blätter ab. Ich ernte jetzt von unten nach oben. Oben die Spitze, da muss man mal so ein bisschen gucken. Bei manchen Pflanzen ist es so, dass über dem letzten Blattpaar noch ein Stück Platz ist. Und wenn ich da jetzt quasi nur die Spitze kappe, aber noch die Blattachseln stehen lasse und dann die Blätter von außen wieder, ohne den Stiel zu verletzen, abschneide, dann habe ich jetzt als Resultat einen komplett entblätterten Stängel, aber habe eben diese Blattachseln stehen lassen, die nachher der Schlüssel zum Erfolg sein werden. Und so wurschtel ich mich jetzt hier einmal durch. Alles, was ich an Blättern ernte, kommt natürlich sofort in mein Mixgefäß. Und ich würde sagen, wir sehen uns hier gleich nach der Bearbeitung wieder. So, jetzt bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich alle großen Pflanzen einmal komplett kahl rasiert habe. Eben nach dem eben beschriebenen Muster, dass eben die Blattachseln stehen bleiben. Und auch oben an der Spitze kann man versuchen, so zu schneiden, dass auch das oberste Blattpaar zwar geerntet, aber auch diese oberste Blattgabel eben trotzdem unversehrt bleibt. Was jetzt aber auffällt, unten drin sind noch einige Pflanzen mit Blättern. Und die sind auch relativ ähnlich auf einer Höhe. Also man erkennt, es gibt die Pflanzen, die größer sind und die dann auch am Ende das meiste an Blattvolumen ausmachen. Und dann gibt es Pflanzen, die hatten gar nicht die Chance, richtig groß zu werden, obwohl die ja zeitgleich gesät sind, weil eben unten gar kein Licht mehr ankommt. Und auch die kann man noch retten
Und dafür muss ich jetzt aber dieses ganze Sammelsurium hier ein bisschen auseinanderpflücken. Sprich, ja, mache jetzt ein bisschen Sauerei. Einmal den Topf auseinandernehmen und man sieht auch hier schon, die Wurzeln sind gar nicht richtig hellweiß. Also sprich, die werden gar nicht so gesund und aktiv sein, wie es dann später die frisch ausgetriebenen Wurzeln sein werden. Ja, und jetzt nehme ich das Ganze einfach mit ein bisschen Fingerspitzengefühl, puzzle ich das auseinander. Dieser unterste Teil des Wurzelballens, den nehme ich einfach direkt komplett ab, weil ich weiß, dass da eh nicht mehr viel passieren wird. Und schlussendlich müssen die Pflanzen jetzt die nächsten Wochen auch erstmal wieder richtig neu anwurzeln. Aber dann kann ich euch sagen, haben sie wieder frische, lebendige Wurzeln, aus denen sie dann auch wieder entsprechend Blattmasse entwickeln können. Also hier versuche ich jetzt, die einzelnen Pflanzen mit so vielen Wurzeln wie möglich auseinander zu friemeln. Und dann werde ich sie gleich einmal sortieren, zeige ich euch aber später. So, alles einmal auseinander gefriemelt. Klar, von dem ursprünglichen Topf ist jetzt nicht mehr allzu viel zu erkennen. Aber ich habe es jetzt quasi in drei Kategorien sortiert. Einmal die geernteten Blätter, dann die schon, ja, sage ich mal, kräftigeren Pflanzen, wo ich wirklich einmal alles beerntet habe. Und diese kleinen, und ihr seht auch, die sind genau auf einer Höhe, diese kleinen Pflänzchen, die unten im Topf drin sind, die noch gar nicht die Chance hatten, richtig groß zu werden. Und da habe ich auch entsprechend alle Blätter gelassen, also die habe ich nicht beerntet, denn die brauchen jetzt definitiv erstmal ein bisschen Blattmasse, um weiter Photosynthese betreiben zu können und auch dann erstmal wieder entsprechend anzuwurzeln. Ja, und das war jetzt auch schon der erste und wichtigste Schritt. Der zweite kommt jetzt, und das ist natürlich das neue Eintopfen. Und da habe ich auch mal hier einen kleinen Vergleich. Das ist wirklich faszinierend. Mit diesen Pflänzchen habe ich das schon vor einer Weile gemacht. Das waren auch diese kleinen, seht ihr ja, da ist noch voll das Blattwachstum dran. Ja, und ihr könnt es erkennen, am selben Tag umgetopft, am selben Tag auseinandergefriemelt, komplett gleich behandelt und man sieht doch einen mächtigen Unterschied. Woran liegt das jetzt? Bei diesen Pflanzen habe ich die Erde, die aus dem Topf kam, einfach nochmal verwendet. Also diese Pflanzen habe ich einfach in diesen Haufen, den ich jetzt hier habe, wieder reingesetzt. Und bei diesen Pflanzen habe ich einfach frische Blumenerde oder nehmt da, was ihr wollt, was ihr da habt. Hauptsache ist es eben frische Erde, die noch nicht verwendet wurde. Die habe ich da verwendet. Und ich denke, man kann den Unterschied ganz klar sehen, welchen es besser geht. Und dementsprechend kann man auch Rückschluss darauf ziehen, wie wenig Nährstoffe hier dann schlussendlich noch drin sind. Wahrscheinlich genau so dosiert, dass wenn man den gekauften Busch einmal abgeerntet hat, dass es dann halt auch quasi, ja, ausgelaugt ist und fertig ist. Und das ist halt schade, weil ich kann euch schon mal vorwegnehmen, aus diesem großen Busch, den ich eben hatte, habe ich eine Ernte, habe ich diese Pflanzen und genau dasselbe habe ich vor 2 Wochen schon mal mit einem Busch gemacht. Und da habe ich jetzt diese zwei größeren Pflanzen, das waren die großen Stiele, die ich eingepflanzt habe, plus noch 5 von diesen kleinen Schalen, die jetzt auch aufholen und wo ich auch weiter ernten kann. Und so holt man halt einfach aus einem Topf Basilikum für 2 € aus dem Supermarkt viel mehr raus. Und es ist, finde ich, ein Aufwand, der sich definitiv rentiert, weil ihr holt locker das Doppelte, wenn nicht sogar Dreifache oder Vierfache aus einem Topf Basilikum raus. Okay. Genug gequatscht, ich möchte weitermachen. Es ist auch schön, dass ich jetzt hier mal ein bisschen gärtnern kann. Im Moment ja nur bei Kulinaris, leider habe ich hier im Moment keinen eigenen Garten. Da tut so eine Aktion doch wirklich gut. Also, Erde habe ich gerade gesagt, nehmt was ihr habt. Vielleicht jetzt keine Geranien- oder Koniferenerde, aber das kann Blumenerde sein, das kann Kräutererde sein, Pflanzerde, Kompost. Was ihr da habt, es wird mit Sicherheit besser sein als dieses Material hier.
Und dann nehmt ihr entweder einen schönen Topf oder, wenn ihr gerade keine anderen mehr da habt, einfach so einen, ja, langweiligen Plastiktopf. Vollkommen wurscht. Geht jetzt einfach darum, dass die Pflanzen neue Erde bekommen und dementsprechend auch wieder so schön austreiben können. Dabei gilt es darauf zu achten, den Topf jetzt nicht wieder so voll zu ballern wie eben. Haben wir ja eben gelernt, viel zu wenig Luft, die da zirkulieren kann. Das heißt, auf diese Größe nehme ich jetzt so maximal, ja, drei, machen wir mal vier von diesen ja, eben noch großen Pflanzen gewesen. Jetzt sind es gerade erstmal nur Stängel. Also wichtig ist, nicht in diesen einen Topf wieder alle zurückpacken, sondern ein bisschen vereinzeln, ein bisschen auseinanderzerren. Viel mehr Luft, mehr Erdvolumen für weniger Pflanzen, besseres Ergebnis. Okay, ja, beim Umtopfen weiß ich nicht, gibt es jetzt nicht so viel zu beachten. Ich setze die Pflanzen auch wieder ein bisschen tiefer. Das ist bei vielen Kulturen eigentlich eine ganz gute Idee. Kann man bei Tomaten, bei Basilikum, bei Paprika eigentlich so gut wie allen machen. Dann platziere ich die so, dass sie möglichst so ein bisschen auseinanderstehen und nicht so aufeinander hängen. Das Ganze wird einfach so weit mit Erde aufgefüllt, dass ich denke, die Teile, die mit Erde bedeckt sein sollten, sind mit Erde bedeckt. Bisschen andrücken. Mein Substrat ist jetzt hier gerade ziemlich trocken. Das heißt, das wird nachher nochmal gut zusammensacken, wenn ich es angieße. So, und das war's dann auch schon für Topf Nummer 1. Zugegeben, jetzt sieht das Ganze ziemlich traurig aus, aber das sahen die hier vor 2 Wochen auch noch. Hier ist das Beweisfoto. Ja, und das ist, denke ich, der lebende Beweis, dass es klappt. Also macht euch keine Gedanken. Was mir aber aufgefallen ist, wenn man sagt, man lässt ihn noch ein paar Blätter, also nimmt jetzt nicht alles ab, so wie hier, dann geht das mit dem Neuaustrieb deutlich schneller. Klar, ist ja auch logisch. So haben sie jetzt erstmal eigentlich nur ein bisschen, ja, Chlorophyll im Stängel und die paar Wurzeln, mit denen sie jetzt auskommen müssen, wenn man ihn noch 2, 3 Blätter lässt. Dann klappt das mit dem Neuaustrieb etwas besser und schneller. Aber die großen Blätter, die man dran lässt, die werden dann meistens irgendwie gelb oder verwelken oder fallen ab. Und da sage ich ganz ehrlich, nehme ich die lieber noch als Ernte mit, anstelle, dass ich die dann einfach nur an der Pflanze vergammeln lasse. Ja, dann mache ich jetzt mal gerade noch hier die großen Stiele fertig. Die verteile ich noch auf so, ich denke mal, noch 2 Töpfe. Und dann zeige ich euch, wie ich das mit den kleinen mache. So, auch Topf 3 fertig. Kommen wir jetzt noch hier zu diesen kleinen Pflänzchen. Dafür nehme ich jetzt hier solche schmalen kleinen Schalen. Einfach A, habe ich jetzt gerade nur noch das und B, finde ich das ganz praktisch, dass man auch da die Pflanzen schön über die Länge verteilen kann. Sprich, dass sie eben nicht zu eng stehen. Das ist eigentlich so mit das Geheimrezept bei Basilikum, wenn man ihn so im Laden kauft. In diesem Topf viel zu eng. Wenn man es dann einfach nicht auseinanderzubbelt, so wie hier, ist es eigentlich relativ logisch, dass das dann nach einer gewissen Zeit, ja, kaputt ist. Also eigentlich eintopfen hier genau dasselbe, nur ein anderes Gefäß. Guckt, dass die Pflanzen Platz haben. Das war's. Jo, auch die kleinen sind verarbeitet. Ich glaube, die Erde, die
packe ich mal lieber direkt weg, dann habe ich hier ein bisschen Platz zum Hantieren. Ich glaube, um ein Saugen in der Küche komme ich heute eh nicht drum rum. So, muss für jetzt reichen. Und dann kommen wir noch zum Angießen. Darf natürlich nicht fehlen. Eigentlich wie bei allen Pflanzen, feucht und nicht nass. Wenn man ein bisschen gärtnerische Erfahrung hat, ist das, denke ich, relativ schnell im Gefühl. Und zur Not halt einfach immer mal die Fingerprobe machen, gucken. Auch wenn es oben trocken aussieht, kann es sein, dass unten noch Feuchtigkeit im Topf drin ist. Was sehr praktisch ist, sind einfach irgendwie so Untersetzer, Unterschalen, dass das Wasser halt nicht einfach wieder komplett rausläuft. Genau, und ansonsten wie bei eigentlich so vielen Pflanzen auch, feucht halten, aber nicht nass. Eher ein bisschen zu trocken als ein bisschen zu nass. Zu nass bedeutet, die Wurzeln können nicht mehr atmen und eine Pflanze ohne Wurzeln sieht ziemlich schnell ziemlich doof aus. Ich benutze so eine Ballbrause, irgendwo hatte ich mir auch Wasser vorbereitet. Ja. Kann man aber auch einfach so angießen, also es ist jetzt nicht zwingend so, dass man nur mit einer Ballbrause oder Gießkanne angießen sollte. Das ist den Pflanzen relativ egal. Aber angießen ist natürlich wichtig, weil die Pflanzen jetzt zu dem Zeitpunkt natürlich noch überhaupt keinen Bodenschluss hatten. Das ändert sich jetzt mit dem Gießen. Und jetzt beim Angießen darf es auch ein bisschen mehr sein, als dann später beim Feuchthalten. Bei den Kleinen habe ich jetzt gerade keine Schale für drunter, deswegen lasse ich das gerade noch. Die werden aber natürlich nachher auch noch angegossen. Bei den Kleinen kann ich euch aber noch was anderes zeigen. Klar, eben habe ich die ganze Zeit gesagt, um Gottes Willen, keine Tüte drüber, dann kann keine Luft zirkulieren. Das ist auch, dabei bleibe ich auch, das ist auch vollkommen richtig. Wenn die jetzt aber gerade so ein bisschen mitgenommen sind und aussehen, dann kann es für eine Zeit, nicht lange, für eine Zeit von Vorteil sein, wenn man da so eine Haube drüber macht. Könnte man jetzt natürlich bei den Töpfen auch irgendwie eine Art Plastiktüte drüber machen, dann hat man eine gespannte Luft und die Pflanzen trocknen dann weniger über diese Wunden, die wir jetzt gerade geschaffen haben, aus. Es hat bei mir auch ohne geklappt, also ist jetzt kein Muss, kann aber helfen, da dann aber natürlich auch wichtig, diese Hauben nicht jetzt 2 Wochen einfach drauf lassen, sondern immer mal wieder lüften, sonst halt eben wieder Gefahr von Schimmel. Wenn die Pflanzen dann so schön angewachsen sind wie diese hier, und ich weiß, es ist schwer vorzustellen, aber es klappt, dann kann man hier jetzt einfach wieder fröhlich ernten und solange man einfach dieses Prinzip von dem Ausknipsen oben beibehält, treibt dann auch aus den Blattachseln immer wieder frisches Grün nach, solange in dem Topf ausreichend Nährstoffe sind. Das erkennt ihr dann wahrscheinlich an so einem ja doch nachlassenden Wuchs oder auch gelben Blättern. Und dann ist es halt in so einem Topf zwingend nötig nachzudüngen, denn woher soll die Pflanze sonst an Nährstoffe kommen? Da könnt ihr Kräuterdünger, Gemüsedünger, meinetwegen auch Blumendünger flüssig verwenden. Wer da aber nicht so der Fan von ist, für den habe ich noch eine kleine Alternative. Was ich jetzt ausprobiert habe und was mit Basilikum gut funktioniert hat, ist diese Zuckerrohrmelasse. Ich glaube, das gibt es auch von Zuckerrüben. Das war auf jeden Fall das, was ich gefunden habe. Soll man eigentlich auch irgendwie essen können oder zum Backen verwenden? Ich habe es probiert, ich fand es ziemlich scheußlich. Aber als Dünger ist es perfekt. Und davon, ja, wie soll ich sagen, löse ich einfach so einen Teelöffel auf vielleicht einen halben Liter Wasser, rühre ich einfach ein bisschen um, löse ich auf und gieße dann damit den Basilikum. Und das habe ich jetzt bei dem hier schon 2-3 Mal gemacht und ich finde, der macht einen ganz guten Eindruck. Dem geht es ganz gut, deswegen werde ich da das so beibehalten. Also, wenn ihr seht, gelbe Blätter, nachlassender Wuchs, einfach ein bisschen nachdüngen. Die Pflanze ist nun mal nur auf dieses kleine Erdreich angewiesen. Vielleicht noch kurz zum Standort. Ich stelle diese Pflanzen jetzt wieder an eine helle Fensterbank. Empfehle ich euch auch, die hellste, die ihr da habt, zu nehmen. Klar, wenn es jetzt mal draußen 40 Grad ist und die Sonne drauf knallt, könnte es vielleicht auch dann direkt hinterm Glas ein bisschen zu heiß werden. Behaltet die Pflanzen einfach im Blick. Aber bei normalen Sommertagen oder bei normalen Temperaturen braucht die Pflanze auf jeden Fall alles an Licht, was ihr irgendwie zur Verfügung stellen könnt. Und dann heißt es eigentlich einfach weiter ernten, immer nach demselben Prinzip, dann wieder nachdüngen, die Pflanzen feucht halten. Und so habt ihr dann wirklich sehr, sehr lange was vom Basilikum. Irgendwann wird er wahrscheinlich versuchen, in Blüte zu gehen. Das kann man noch ein bisschen rauszögern, indem man die Blütenansätze immer wieder ausknipst. Dann muss er wieder quasi ein bisschen Blattmasse bilden.
Und irgendwann wird dann auch diese Erde wieder ausgelaugt sein. Dann kann man natürlich nochmal umtopfen oder einfach versuchen, mit Nachdüngen, ja, diesen Nährstoffverlust auszugleichen. Aber alles in allem erntet ihr deutlich, deutlich länger und deutlich mehr Basilikum, wenn ihr das einmal so macht, einmal auseinanderpflückt, anstatt nur zwei, dreimal zu ernten und dann die halb vertrocknete Pflanze in die Biotonne zu schmeißen. Ja, das soll es heute gewesen sein. Ich hoffe, euch hat dieser kurze kleine Exkurs gefallen. Ich habe mir irgendwie gedacht, eigentlich ist es doch so banal und einfach, mache ich da jetzt ein ganzes Video drüber, aber die Nachfrage war so groß und ich kenne wirklich viele, 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 denen es so geht, dass sie halt ja, sich diese Pflanzen kaufen und wird einfach nichts. Und es ist eigentlich überhaupt nicht schwer. Ich denke, das konnte ich heute zeigen. Und wenn ich da dem einen oder anderen Basilikum damit das Leben rette, glaube ich, habe ich alles getan, was ich konnte. Von daher ein kleiner, kleiner Balkongarten-Basilikum-Exkurs. Das nächste Video wird dann wieder ein bisschen, ja, in meinen Augen spannender, aber ich weiß ja auch, viele wollen diese Tipps einfach haben. Von daher kann man die dann auch einfach mal geben. Ja, also, wenn es euch gefallen hat, gerne natürlich einen kleinen Daumen hoch da lassen, den Kanal weiterempfehlen, abonnieren, dieses ganze Klimborium, ihr kennt das. Und ich hoffe sehr, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, eine gute Zeit. Macht's gut!